Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar, der Ersehnte heute. Schön, dass ihr da seid und dass ihr heute Abend live eingeschaltet habt zur letzten Folge vor der Sommerpause. Wir wollen heute versuchen, Johannes 9 abzuschließen, diese wirklich spektakulär interessante Geschichte über den Blindgeborenen, der von Jesus geheilt worden ist in einem Akt des, also als ein symbolischer Akt, natürlich um ihm zu helfen, aber ein symbolischer Akt, um zu zeigen, wie Jesus auch von der Sünde rettet. Wir wollen gemeinsam niederknien, beten und dann anschauen, was in diesen letzten Versen passiert. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass deine besondere Gegenwart durch das Gebet und durch das Bibelstudium uns erfrischt und stärkt und dass wir einen neuen Blick auf dich bekommen. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt auch die kommenden Minuten besonders segnest, dass wir dein Wort gut verstehen und dass wir Jesus so richtig lieb gewinnen, um jeden Tag mit ihm zusammen an seiner Hand zu gehen. Herr, das wünschen wir uns. Wir sitzen zu deinen Füßen und möchten dich bitten, dass du unser Lehrer bist. Amen. Johannes Kapitel 9. Wir haben das letzte Mal die ab Vers 17 gelesen bis Vers 29, einen längeren Abschnitt, und haben gesehen, dass die Pharisäer irgendwie diesen Blinden, also ehemals Blinden, verwirren wollten. Sie konnten es einfach nicht glauben, dass der wirklich blind geboren war, weil das, und wir heute noch sehen, ein außergewöhnliches Wunder war. Der war also nicht nur erblindet, wo man vielleicht irgendwie die Ursache herausfinden können und dann irgendwie reversibel sozusagen das therapieren konnte, sondern der war blind geboren. Und um das rauszufinden, ob das wirklich gestimmt hat, haben sie wen gerufen? Die Eltern. Und die haben gesagt, ja, ist unser Sohn, der war blind geboren. Und als sie dann fragen, wie ist er gesund geworden, da haben wir festgestellt, die Eltern wissen, dass es Jesus war, aber sie sagen, frag ihn selbst, ja, wir, nicht unsere Sache, ja. Obwohl ihr eigener Sohn zum ersten Mal sehen kann in seinem Leben, haben sie doch solche Angst vor den Pharisäern, dass sie sich nicht trauen zuzugeben, wer es eigentlich gewesen ist. Und wir haben gesehen, der Grund war, die Pharisäer hatten was allgemein angedroht, wer sich zu Jesus bekennt, wird aus der Synagoge erstmal für 30 Tage ausgeschlossen, so auf Probe ausgeschlossen, also sozusagen wie so eine erste Strafe sozusagen. Und während dieser 30 Tage, nicht wahr, durfte man nicht heiraten, also durfte man nicht, also sich nicht großen Versammlungen anschließen, man musste Abstand halten, nicht wahr, durch 2 Meter Abstand zu jedem Menschen. Und wenn man gestorben ist, dann durfte man nicht begraben werden, richtig, also so wie es eigentlich gedacht war, wie es richtig gewesen wäre. Also eine ganz schlimme Strafe, also zumindest sehr furchteinflößend für die Menschen. Und so gehen sie wieder auf den Blindgeborenen, also den Geheilten, und versuchen ihn zu verwirren. Und was ist sein Punkt, als sie mit schwierigen theologischen Fragen kommen? Was ist ihr Punkt? Was ist sein Punkt? Ich habe es euch schon gesagt. Ich habe es erlebt. Ja? Jesus hat mich geheilt. Er sagt, er ist ein Prophet, aber warum und wieso, kann ich nicht sagen. Er hat mich geheilt. Das war eine Erfahrung. Ja? Und dann, wir haben gesehen, wie Gott ihm richtig, richtig kluge und auf den so pointierte Antworten gibt, wo er dann sagt, nicht wahr, ich habe mich schon gefragt, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und dann rasten die total aus, haben wir gesehen, die schimpfen, die schreien, sagt das Griechische, und sagen, du bist sein Jünger. Ja? Wir sind Moses Jünger und wir wissen, wo Mose herkommt, aber von dem wissen wir nicht, wo er herkommt. Jetzt lesen wir weiter in Vers 30. Was antwortet der Mensch darauf, auf diese Schimpftirade der Pharisäer? Vers 30. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen: Das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Genau, also er sagt, es ist doch erstaunlich, ja? Weil die Tatsache ist ganz offensichtlich, er kann sehen. Alle haben bezeugt, er war der Blindgeborene, das ist ein Fakt. Und dieser Fakt ist natürlich nicht ohne Brisanz, denn wir schauen uns nur 2, 3 Stellen an. Lasst euren Finger hier in Jesaja 35 und dort Vers 5. Da geht es um die, in Jesaja 35 geht es um die Rettung, die Gott senden wird. Ja? Und das steht in Jesaja 35, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Genau, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und so weiter. Und das ist alles so, das sind so Weissagungen, die man auch damals, denke ich, schon auch Richtung Messias gedeutet hat. Ja, wenn Gott eingreift, ja, wenn alles sich ändert, wenn die Rettung Gottes kommt. Und Jesus selbst hat ähnliche Worte verwendet, um seine
Rolle als Messias zu bestätigen. Schaut mal in Markus 11. Matthäus 11 und dort Vers 5, das ist, als die Jünger von Johannes kommen und fragen, bist du der Messias? Ja, bist du der, auf den wir warten? Da gibt Jesus diese bestätigende Antwort. In Vers 5 sagt er, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Er sagt mit anderen Worten, die Tatsache, dass Blinde sehend werden, ist einer der Puzzlesteine, Puzzlestücke, genau, die deutlich machen, Jesus ist der Messias. Also man hat erwartet, wenn der Messias kommt, dann wird es solche Wunder geben, dann werden auch Blinde sehen. Und jetzt sagt die Logik des Mannes also, okay, jetzt erfüllt sich das, was in der Bibel steht, es erfüllt sich das, was im Alten Testament steht. Ich bin blind gewesen, ich kann sehen und ihr wisst nicht, woher das kommt. Dabei steht doch die ganze Zeit im Alten Testament, wenn Gott rettet, wird das passieren. Ja, ich bin quasi so eine buchstäbliche Erfüllung. Und wieso wisst ihr das nicht? Kennt ihr noch jemanden, der einen Pharisäer gefragt hat, wieso weißt du das nicht? Jesus, und zwar wen? Nikodemus, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Ja? Wenn es um die sie wusste, also wenn man sie gefragt hätte, wie viele Opfer gibt es in 3. Mose 6 oder so oder 5 oder so, hätten sie alles wissen können. Ja? Vorwärts, rückwärts, auf Hebräisch. Aber die Erlösung selbst, also wie sie prinzipiell funktioniert, als Erfahrung, das wussten sie nicht. Und das ist, was der Mann hier so ein bisschen andeutet. Ja? Das ist doch verwunderlich, ja, dass ihr nicht wisst, woher. Also wie ist denn das möglich, dass solche Wunder geschehen? Und im Griechischen ist es sogar so, dass ihr nicht wisst. Ja? Das ist doch verwunderlich, weil sie sind die Theologen, ja? Sie sind die Bibel kennen. Also, wenn ihr das nicht wisst, ja. Und dann ist es interessant, was Ellen White dazu sagt. Sie sagt, Jesus wusste, durch was für eine, ja, Ordeal im Englischen, also durch was für eine Prüfung dieser Mann gerade hindurchging, und er, Jesus, gab ihm Gnade, Dinge zu sagen, sodass er ein Zeuge für Jesus sein konnte. Ja, also Jesus sieht ihn, obwohl er hier nicht physisch präsent ist, das kommt er dann, wird er dann gleich noch, aber er gibt ihm Weisheit. Und sie sagt, er gab den Pharisäern Antworten, die ein scharfer Tadel waren. Vers 31. Wer mag mal lesen? Vers 31. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Genau. Was ist sein Argument? Wenn man sündig ist, kann man Gott nicht hören. Also dann hat man... Sünde trennt uns von Gott. Und wenn jemand gottesfürchtig ist, ja, betet, dann tut er sein. Hatten wir das Argument schon gefunden? Ja? Wolltest du erst was sagen? Ja, er sagt hier eigentlich, wenn Jesus Sünder wäre, wie ihr es behauptet, dann hätte er mich nicht heilen können. Ja, ganz genau. Und das ist das Argument, das einige der Pharisäer schon gesagt hatten in Vers 16, nicht wahr? Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Das ist also, einige hatten, erinnert euch, diese Spaltung, die entstanden ist, sogar bei den Pharisäern. Und das ist ein Argument, also wie ist das möglich? Wenn er ein Sünder wäre, weil sie haben ja vorher gesagt, ich war erst ein Sünder. Und er sagt, das ist ausgeschlossen. Wie ist das möglich? Ist es denn so, dass Gott den Sünder nicht hört? Wenn ein Mensch ein Sünder ist, hört dann Gott auf Sünder? Hört er nicht auf Sünde? Ja, er sagt doch hier, wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünde hört. Das müssen wir also mal ein bisschen genauer anschauen, nicht wahr? Also, dieser Vers meint nicht, Gott erhört nur die Gebete von Sündlosen. Ja, das Wort Sünder meint hier quasi ein bisschen was anderes oder eine andere Nuance, als wir das meistens verwenden. Weil Sünder verwenden wir meistens im Begriff von, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder. Ja? Und wenn Gott nicht auf Sünder hört, wen sollte er dann überhaupt erhören? Ja? Aber sagt die Bibel, dass es Menschen gibt, deren Gebet Gott tatsächlich nicht erhört? Wo Menschen beten und Gott hört nicht? Ich will nicht, zum Volk Israel hat das gesagt. Hat's immer wieder? Beten. Ja? Kommt immer mal wieder vor. Schauen wir mal ein paar Beispiele an. Sprüche 28, Vers 9. Weil man darf diesen Vers jetzt nicht sozusagen missbrauchen. Ja, man darf nicht sagen, okay, wenn jemand mal gesündigt hat, dann kann er nicht mehr von Gott eine Gebetserfahrung machen oder Erhörung erwarten. Sprüche 28, Vers 9. Dort steht,
Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Genau, also wenn ich bete, aber gleichzeitig Gottes Wort nicht hören möchte, wenn ich mich für sein Gesetz nicht interessiere, aber trotzdem bete, dann ist es für Gott ein Gräuel. Noch ein Beispiel, Jesaja 1, Vers 15. Jesaja 1, Vers 15, da sagt Gott, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, also das sind Leute, die beten sogar viel, ja, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Eure Hände sind voll Blut. Das ist ein entscheidender Punkt. Ist es so, dass die Hände voll Blut sind und sie sagen, Herr, vergib uns? Und Gott sagt, ich höre nicht auf euch, weil eure Hände sind auf Blut? Nein, sie beten was anderes. Ja, sie beten sowas wie zum Beispiel, schenk uns einen neuen Arbeitsplatz, ja, oder mach uns gesund, oder rette uns vor den Assyrern, ja, und tue irgendetwas so vielleicht für unser persönliches Wohlergehen. Aber die Hände, die beten, sind voll Blut. Ja, und Gott sagt, wie soll ich euch erhören? Eure Hände sind voll Blut. Ja. Wenn Sie sich das Bild hier vorstellen, ja, die beten zu Gott und präsentieren quasi ihre Sünde, aber sind nicht bereit, diese Sünde abzulegen. Ja. Und da gibt es noch interessante Verse in Sprüche 1, Vers 28. Aber wir lesen vorher, lesen wir vielleicht Psalm 66. Das wird also hier ganz deutlich, worum es eigentlich geht. Welche Sünder Gott nicht hört und auch nicht hören kann. In diesem Sinne, Sprüche 66, Vers 18. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Genau, also wann hört Gott das Gebet nicht? Wenn es böses Vorhaben. Genau, also wenn ich plane, meinen Bruder zu verleumden und ich mache mir schon überlegen, wie ich dann den anschwärze und dann sage, Herr, bitte hilf, dass ich den Schlüssel noch finde, ja, wird Gott dieses Gebet nicht hören. Ja? Also nicht, dass er nicht Mitleid mit mir hat wegen dem Schlüssel, aber er kann mich nicht in diesem Kurs noch bestätigen. Ich kann nicht dann noch vielleicht noch denken, dass Gott mir Gebetserfahrung schenkt, während ich anderen schaden möchte. Ja? Das ist jetzt vielleicht sehr erniedrigend, aber ich habe das manchmal so erfahren, dass wenn ich genau wusste, was Gott von mir möchte oder dass ich was falsch gemacht habe, ich dann auch daraufhin gar nicht mehr so richtig zu Gott kommen konnte im Gebet, weil ich wusste, also wenn ich ihm jetzt eine Frage stelle, wird er mir nichts Neues sagen. Er wird mir nochmal genau sagen, bereinige das erst und dann können wir weitermachen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott das Gebet dann nicht erhört, weil wir erhören ja dann auch nicht seine Botschaft an uns, wenn wir die Sünde nicht bereuen. Ja, weil letztendlich ist es dann so, es wäre nicht zu unserem Besten, wenn wir materiellen Segen von ihm bekommen, während wir gleichzeitig an der Sünde festhalten. Das würde uns eher verstärken, als dass es uns dahin bringt, wo Gott uns haben möchte. Ja. Aber das zeigt ja dann, dass der Heilige Geist an uns wirkt. Wenn wir schon das so denken, dass wir nicht, habe ich auch erlebt, dass ich einfach gesagt habe, ich kann nicht von Gott erzählen, den Kindern zum Beispiel, aber ich habe selber jetzt gelogen oder irgendwas gemacht. Also das muss ich auch erstmal. Also der Punkt ist, wenn wir mit blutigen Händen zu Gott beten, ist der Punkt ja nicht, hör auf zu beten. Der Punkt ist, wascht deine Hände. Das ist, was er sagt. Ja. Er sagt also nicht, hört auf zu beten, ihr sollt nicht mehr beten. Er sagt, wascht eure Hände, reinigt euch, ja, tut Gutes, kommt zu mir. Und wenn eure Sünde wie blutrot ist, soll sie werden, weiß ich Schnee, ja, oder also rot wie Scharlach, nicht wahr? Aber Sprüche 1, Vers 28 und 29. Und hier wird auch nochmal ganz deutlich, was sozusagen das Problem ist. Sprüche 1, Vers 28, 29, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Also die Idee ist sozusagen, da ruft Gott in Sprüche 1, nicht wahr? Ab Vers 20. Die Weisheit ruft draußen laut, ja? Und sie sagt, kommt her zu mir, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Tut Buße. Ich will euch die Wahrheit lernen. Ich will euch meinen Geist hervorströmen. Ich will euch meine Worte lehren, sagt die Weisheit. Das Evangelium, Jesus ruft. Und es wird abgelehnt und dann kommt die Endzeit, dann kommen die Katastrophen. Dann beten die Leute zu Gott, hilf mir, ja? Dass die Plagen mich nicht treffen oder so. Und Gott sagt, kann ich, ihr habt das Evangelium abgelehnt. Das ist also dieser Gedanke, Gott hört einen Sünder nicht. Ja, das ist natürlich der Sünder, der im Tempel steht und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig.
da hört Gott sofort. Ja, das ist genau das, was er hören möchte, was er unbedingt sich wünscht. Aber nur, dass wir das also verstehen, weil ich habe auch schon tatsächlich schon Menschen getroffen, die mit diesem Vers hier in Johannes 9, Vers 32 begründen wollten, dass man erst sündlos sein muss, bevor man überhaupt dann irgendwie beten kann oder so. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Ja? Nur einfach, dass wir das mal nochmal hier biblisch angeschaut haben. Also, Vers 32. Ah, übrigens, haben wir in der Bibel Menschen, die große Gebetserfahrung gemacht haben? Kennt ihr Menschen, die so große Gebetserfahrung gemacht haben, wo man sagen muss, also das war wirklich spektakulär? David, ja, Mose, Abraham, ja, Jakob, ja. Würdet ihr sagen, die Menschen waren auch Sünder? Ja, die waren Sünder, aber das waren Sünder in diesem Sinne, dass sie mit ihren Sünden zu Gott gekommen sind und Vergebung gebeten haben. Ja? Und das ist also, an der Stelle meint also Sünder jemand, der an der Sünde verharrt und nicht das Evangelium annimmt. Das ist sozusagen eigentlich der Gedanke. Okay, Vers 32, lesen wir weiter. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Genau, und da wird deutlich, was für eine spektakuläre Sache das war. Das war also nicht etwas, was alle paar Jahre vorkam. Ja? Man konnte natürlich Menschen, die jetzt erblindet waren, vielleicht irgendwie helfen oder so weiter. Ich habe mal versucht nachzulesen, ich bin jetzt kein Experte für Medizingeschichte, aber angeblich ist das erst überhaupt im Jahre 1728 zum ersten Mal möglich gewesen, einem Menschen chirurgisch, der blind geboren war, das Augenlicht wiederzugeben, ja, in bestimmten Fällen. Also heute geht das mit chirurgischen Eingriffen, ja, je nachdem, was für eine Art von Blindheit das ist, das hängt ja dann davon ab. Aber das war für die Antike unmöglich. Ja? Deswegen, das war etwas absolut Außergewöhnliches. Ich meine, Jesu Wunder waren immer außergewöhnlich, aber hier war sozusagen etwas, es gibt Dinge, wo Jesus Wunder tut, die man, also wo man auch vielleicht auch anders hätte helfen können. Ja? Jesus tut ein Wunder. Aber hier, das war jedenfalls etwas, das überstieg alle menschlichen Möglichkeiten. Das bedeutet auch, wenn ihr darüber nachdenkt, was hat denn der Mann gedacht, bevor er Jesus getroffen hat? Wenn man noch niemals zuvor davon gehört hat, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet werden. Der hat nicht damit gerechnet, dass irgendjemand ihn mal heilt. Der war selbstverständlich, hat sich also damit abgefunden, ich werde nicht sehen. Ja, es gibt ja, wenn man krank wird, da hat man die Hoffnung, dass man wieder gesund wird. Aber hier tut Jesus ein Wunder an einem Menschen, der nicht einmal darauf gehofft hat. Ja, der Mann am Teich Bethesda, der da 38 Jahre lang saß, der war zwar gelähmt, aber der ist im Laufe seines Lebens irgendwann gelähmt gewesen. Ja, der konnte irgendwann nicht mehr laufen. Und er hat 38 Jahre lang gehofft, dass es wieder besser wird. Aber der hat gar nicht gehofft. Der war quasi im wahrsten Sinne des Wortes ein hoffnungsloser Fall, weil er als Fall selbst keine Hoffnung hatte. Und das ist interessant, ja, dass Jesus uns auch in Dingen helfen kann, wo wir gar nicht damit rechnen, dass man uns damit helfen könnte. Wir hatten ja schon gesagt, dass es eigentlich ein Sinnbild für die Befreiung von Sünde ist. Mhm. Und das ist auch so schön, weil es gibt ja Sünde oder schlechte Gewohnheiten zum Beispiel, da kämpfen wir mit und da hoffen wir, dass wir irgendwann mal von loskommen. Mhm. Aber es gibt dann auch so manches, wo man dann vielleicht sagt, okay, ich habe so eine Leiche in meinem Keller begraben sozusagen, das kann doch gar nicht mehr wieder gut gemacht werden. Und die schöne Botschaft, die dann hier drin steckt, ist, es gibt Hoffnung in jeder Lage und es gibt keine Sünde, die Gott nicht von uns nehmen könnte. Ganz genau. Und es gibt sogar Hoffnung in den Fällen, wo uns kein Mensch jemals Hoffnung machen würde. Ja. Ja? Weil hier, dem hat keine Hoffnung gemacht, das war undenkbar. Ja. Das heißt, Jesus kann uns sogar bei Dingen helfen, wo wir vielleicht gar nicht drum erstmal bitten, weil wir gar nicht damit rechnen, dass wir überhaupt Hilfe bekommen können. Jesus kann also Dinge für uns tun, die kein Mensch für uns tun kann. Und erinnert euch daran, du hast richtig gesagt, es geht ja hier nicht nur um die Heilung eines Blinden. Wir haben gesehen, das ganze Kapitel, das sehen wir gleich noch mehr, spielt ja eigentlich auch auf die Frage der Sünde an. Jesus tut ja genau das, haben wir gesehen, auch mit dem Wasche dich in dem Teich Siloa und so weiter, haben wir angeschaut, der Gesandte, dass wir in Jesus Heilung finden. Jetzt Vers 33. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Genau. Wisst ihr noch zufällig, was Nikodemus sagt, als er zu Jesus kommt? In Johannes 3, da sagt er doch, wir wissen, Rabbi, Lehrer, nicht wahr? Wir wissen, dass du ein von Gott gesandter Mann bist, denn niemand kann solche Zeichen tun, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ja? Das heißt, das war eigentlich eine Vorstellung, die, sagen wir mal, zumindest bei vielen Pharisäern so mehr oder weniger schon im Hinterkopf war. Jesus, das ist eigentlich
nicht menschlich, was er tut. Und jetzt ist es dieser ungebildete Mann, der ihnen sagt, der muss von Gott sein. Ja? Und das regt sie jetzt richtig auf, weil sie haben ihn versucht, die haben ihn versucht mit in die Enge zu treiben, sie haben versucht zu verwirren, da haben sie versucht, ihn mit verbaler Gewalt irgendwie einzuschüchtern, und er sagt immer, hey, aber Jesus, ja? Jesus, 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 Jesus. Hm? Schon die Sprache, wie er das sagt, der nicht in die Schule gegangen ist, der das nicht gelernt hat, das ist ja schon so eine, sag ich mal, hohe Sprache. Mhm. Also so gebildet. Ja, ja, klar, das ist ja, was Ellen White sagt. Jesus hat ihm Weisheit gegeben, ja, auf den Punkt. Ja, das sind keine lange Reden, aber auf den Punkt genau sagt er genau das, was total logisch ist. Ja. Jesus tut ein Wunder, das ist so außergewöhnlich, Gott muss mit ihm sein. Und jetzt kommt einer der krassesten Sätze des gesamten Kapitels, Vers 34. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Und sie stießen ihn hinaus. Genau. Also, was war das für ein Mann? Er war ein Blindgeborener. Der ganze Punkt an der Geschichte ist, er ist blind geboren. Und die Frage am Anfang, die ja die Jünger hatten, war, wer hat gesündigt? Er oder die Eltern, ja. Und Jesus hat gesagt, das ist gar nicht euer Thema, sondern an ihm wird jetzt die Herrlichkeit Gottes offenbar. Er wird geheilt werden, weil das Thema von der Blindheit ist ein Symbol für die Sünde. Und jetzt sieht der Mann, er ist jetzt sehend, er ist nicht mehr blind geboren, ja. Und weil er sich zu Jesus bekennt, sagen die jetzt zu ihm, du bist ein Sündgeborener sozusagen, ja. Und da wird eigentlich diese Klammer zwischen Blindheit und Sünde ganz deutlich. Du bist in Sünde geboren, ja? Er ist nicht mehr blind geboren, aber sie sagen immer noch, du bist in Sünde geboren. Obwohl er geheilt ist. Ja? Und das ist total interessant. Aber der Punkt ist jetzt nicht nur, sie sagen, im Griechischen ist es in Sünde bist du geboren. Ja? Sie sagen, und du willst uns lehren? Was ist dann also die Implikation? Wir sind nicht in Sünde geboren. Frage an euch. Sind wir in Sünde geboren? Jetzt wird's spannend. Also ich habe nicht gefragt, sind wir als Sünder geboren, ich habe gefragt, sind wir in Sünde geboren? Was sagt die Bibel? Schaut, was der David sagt, Psalm 51. Psalm 51. Das ist deswegen natürlich eine... Wir schauen jetzt, was er sagt. Das ist ganz deutlich. Psalm 51, dort sagt er in Vers... Ihr wisst, was er sagt, nicht wahr? Vers 5, denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. War das jetzt bei David ein Einzelfall? David sagt, ich bin in Sünde geboren. Heißt das, dass er aufgrund der Tatsache, jetzt ist es ein bisschen theologisch, ich gebe zu, aber es ist mal interessant, darüber nachzudenken. Heißt das, dass er aufgrund der Tatsache, dass er eine Nabelschnur hatte und Mensch war, dass er automatisch ein Sünder war, weil er geboren worden ist? Nein, er ist nicht Sünder, weil Adam gesündigt hat und deswegen alle automatisch Sünder sind. Die Bibel sagt, wir sind Sünder, weil... Ich bin Sünder, weil ich gesündigt habe. Aber die Bibel sagt auch, ich bin in Sünde geboren. Weil der Punkt ist, es ist ja nicht so, dass ich geboren bin und ich hätte jetzt einfach so von alleine die Möglichkeit, sündlos zu leben. Ich bin so sehr in Sünde geboren, dass das ganze Umfeld, in das ich aufkomme, so von Sünde getränkt ist, meine eigene Disposition zur Sünde so stark ist, dass ohne die Kraft des Heiligen Geistes ich gar nicht gegen die Sünde widerstehen kann und deswegen alle Menschen automatisch auch sündigen. Und also alle Menschen sündigen, deswegen alle Sünder sind. Ja, das ist also... ganz deutlich. Das heißt, das Problem der Sünde ist ein Problem, das wir alle haben, und zwar von Anfang an. Seit wir sozusagen, wenn Kinder anfangen, ihre ersten klaren Gedanken, also so ersten eigenen Willensentscheidungen zu treffen, merkt man ganz schnell, das Thema Sünde ist mit dabei. Ja? So wie der hier blind geboren ist, sind wir Sündgeborene sozusagen. Ja? Wir sind nicht, das ist ganz wichtig, wir sind nicht Sünder, weil Adam gesündigt hat. Ja, wir sind nicht sozusagen in der Kollektivschuld. Wir sind alle Sünder, weil wir selbst gesündigt haben. Aber wir sind mit einem Drall sozusagen zur Sünde geboren, mit einer Disposition zur Sünde, mit einem Hang zum Bösen, dem wir alleine nicht widerstehen können.
Ja, das ist jetzt vielleicht in der Praxis, kommt das fast aufs Gleiche raus, würde man denken, aber sag mal, in der Theologie ist es dann schon nicht ganz unentscheidend. Es ist wichtig, das zu trennen, weil es hängt auch damit zusammen, nicht wahr, wie Jesus auf den Mensch geworden, wie Jesus Mensch geworden ist. Denn Jesus war kein Sünder. Und trotzdem hat er unseren Körper gehabt, nicht wahr? Hat unseren, und hat das Gesetz der Vererbung akzeptiert, aber das ist ein anderes Thema. Aber hier wird ganz deutlich, dass dieses Thema von Anfang an sozusagen, ja, das ist also nicht, Sünde ist nicht etwas, was wir so im Laufe der Zeit wie so eine Krankheit mal uns eingeschleppt haben, ja, wenn man so einen Schnupfen einfängt oder dann aufgrund schlechter Gewohnheiten dann irgendwann vielleicht eine chronische Krankheit bekommt, die man wieder heilen kann oder so, wenn man einen guten Lebensstil hat. Das ist wie bei den Blindgeborenen, ja, das ist etwas, wo die Menschen denken, das bleibt halt, ja, da lässt sich nichts ändern. Und Jesus zeigt eben, genau weil diese Verbindung im jüdischen Denken so stark auch war und weil auch, wie wir gesehen haben, das Thema von der Blindheit, wo man dann die Augen geöffnet bekommt, ein Thema für die Sünde ist, wo man das Licht des Evangeliums sieht, verbindet Jesus das miteinander. Und die Pharisäer denken aber nicht, dass sie das Problem der Sünde haben, oder? Nun, gehen wir zurück zu Johannes 9. Wie denkt Gott über Menschen, die sagen, ich bin so rein, ich bin so heilig, du kannst mir nichts sagen? Schaut mal mit mir in Jesaja 65. Jesaja 65 und dort Vers 5. Jesaja 65, Vers 5. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Ich habe ein Gefühl, wie Gott über Menschen denkt, die sagen, ich bin heiliger als du. Du bist ein Sünder. Was willst du mir sagen? Ich brauche mir nicht von dir etwas anhören, weil du bist ja so ein schlimmer Sünder. Also, wenn wir so eine Einstellung haben zu Menschen, egal zu wem, ist eigentlich vollkommen egal zu wem, ja, dann könnt ihr sehen, wie Gott darüber denkt. Und dann heißt es, haben wir gelesen, in Johannes 9, sie stießen ihn hinaus. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben ihn aus der Synagoge ausgeschlossen für 30 Tage, ja. Und ihn wirklich der musste jetzt eigentlich dann immer sagen, nicht unrein, aber der musste 2 Meter Abstand zu jedem anderen Menschen halten. Die haben ihn richtig sozial fertig gemacht. Warum? Weil er geheilt worden ist von seiner Krankheit. Und weil er sich gesagt hat, ja, also warum soll ich Jesus verleugnen? Er hat mich gesund gemacht. Ja. Er hat einfach nur zu dem gestanden, was er mit Jesus erlebt hat. Und das hat schon ausgereicht, ihn sozial auszugrenzen. Und ich denke, wir werden erleben in der Endzeit, dass uns das auch passieren wird, dass wir sozial ausgegrenzt werden, einfach und allein deswegen, weil wir zu Jesus stehen und einfach nicht unter dem Druck der religiösen Leitung uns einengen lassen, um dann zu sagen, naja, okay, ich mache mal jetzt einen Kompromiss oder so. Ja. Also religiöse Leitung dann, nicht mal die Kirchen, Offenbarung 13 und so weiter. Lesen wir weiter in Johannes 9, Vers 35. Das ist jetzt sehr schön, Johannes 9, Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Genau, übrigens, was ich noch vergessen hatte, Ellen White sagt, die Pharisäer, bevor sie ihn ausgeschlossen haben, die konnten nichts mehr antworten, die waren so sprachlos. Ja. Sie sagt, Moment ist Ruhe. Und dann haben sie gesagt, okay, du willst uns lehren, du bist in Sünden geboren, schmeiß ihn raus. Und jetzt kommt Jesus. Und das ist so schön, der Mann wird, ich meine, der war sein Leben lang blind, jetzt kann er sehen. Und das Erste, was er erlebt, ist, er wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Deswegen, das muss man sich mal vorstellen, das ist unfassbar. Und er ist ausgeschlossen. Und wir haben ja den Eindruck, sogar seine Eltern, die sind so ein bisschen, also so, wir wollen nicht deinetwegen auch ausgeschlossen werden. Das muss eine krasse Situation sein, ja. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin für dich da. Jesus suchte ihn, ganz, ganz sehr gut. Er fand ihn, er suchte ihn. So wie auch den Mann nochmal gesucht hat, den er am Teich von Bethesda geheilt hat, ja, dann in Jerusalem. Jesus ist für die Ausgestoßenen da. Auch wenn unsere Geschwister uns vielleicht schlimm behandeln, Jesus findet uns. Es gibt einen tollen Vers sogar in Psalm 27, lasst mal euren Finger hier. Psalm 27, Vers 10. Ich hoffe ganz inniglich, dass ihr diesen Vers niemals in Anspruch nehmen müsst. Okay? Aber er ist da für den Fall, dass doch. In Psalm 27, Vers 10 steht, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Ja, also wir wünschen uns, dass unsere Eltern uns nicht verlassen, uns nicht irgendwie ausstoßen oder so. Aber das kann passieren. Ja, es gibt Menschen, ich weiß auch davon, aus meinem
größeren Familienkreis, dass Menschen von ihren Eltern auf Distanz gehalten werden können, einfach nur wegen dem Glauben. Ja. Und Jesus nimmt uns dann ganz besonders auf. Und was ist die Frage, die er ihm stellt? Das ist interessant. Welche Frage stellt er ihm? Glaubst du? Also er stellt ihn nach dem Glauben ohne. Glaubst du an den? Sohn Gottes. Genau. Und das ist interessant. Warum sagt er, glaubst du an den Sohn Gottes? Das ist ja das Thema, was immer wieder aufkommt, nicht wahr? Die Jünger, wenn sie Jesus sehen, sagen, du bist der Sohn Gottes. Ja? Was hatte Jesus dem Petrus gesagt? Er hat auch gefragt, nee, was denken die Leute über mich, nicht wahr? Und dann hatte Petrus gesagt, du bist der Messias, der Christus, der Sohn Gottes, ja? Der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hat Jesus was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, auf diesen Felsen, also wir haben damals studiert, auf das Bekenntnis, du bist der Sohn Gottes. Auf dieses Bekenntnis werde ich was bauen? Meine Gemeinde bauen. Was ist gerade mit dem Mann passiert? Er ist aus seiner Gemeinde ausgestoßen worden, ja? Aus der Synagoge. Und Jesus stellt ihm jetzt quasi die Frage, glaubst du an den Sohn Gottes? Denn wenn du jetzt Ja sagst, bist du Mitglied der wahren Gemeinde Gottes. Ja? Er führt ihn quasi direkt, er sagt nicht, oh du Armer, und wie waren sie denn zu dir? Er sagt, willst du teil? Und das, im Griechischen ist die Frage so formuliert, so im Sinne, du glaubst doch bestimmt auch an den Sohn Gottes, oder? Also so eine einladende Frage ist nicht so, und glaubst du an den Sohn Gottes? Ja, so, das ist nicht so, ich check dich erstmal, sondern es ist so, du glaubst doch bestimmt an den Sohn Gottes. Einladend, ja? Und um deutlich zu machen, Jesus bietet dem, der gerade ausgestoßen ist aus der Synagoge, einen Platz in seiner Gemeinde an. Und wenn ihr wählen würdet, würdet ihr lieber in der Synagoge der Pharisäer sein oder in der Gemeinde Jesu? Also es war zwar schmerzhaft, aber Jesus ist da und bietet ihm etwas Besseres an. Der Gemeinde Gottes, ja, die er gegründet hat. Und übrigens, was heißt es, wenn man an den Sohn Gottes glaubt? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja? Der Mann wird zwar ausgestoßen, muss jetzt 2 Meter Abstand zu allen seinen Verwandten und Nachbarn halten, aber Jesus bietet ihm ewiges Leben an. Ja. Ich finde, man sieht da auch, wie schön, also was für ein toller Missionar Jesus ist. Mm. Mit dieser ganzen Vorgeschichte, die wir bisher hatten, da hat man schon so rausgehört, okay, es ist ein Glaube da bei dem Mann, aber Jesus sieht das auch und er fragt ihn dann nochmal direkt. Ja. Also er will, dass der Mann das wirklich offen bekennt, ob er an den Sohn Gottes glaubt oder nicht. Und dadurch, dass er jetzt schon durch die Situation so vorbereitet worden ist, ist der Weg nicht mehr weit. Ganz genau. Ganz genau. Jetzt lesen wir weiter Vers 36. Die Antwort von dem Mann ist interessant. Er antwortet und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Ja? Was hat er bisher über Jesus gesagt? Jesus ist ein? Was hat er gesagt, als er gefragt ist, was? Die Pharisäer haben doch gefragt, was denkst du über den, der dich geheilt hat? Hat er gesagt, er ist ein? Wisst ihr noch? Das hat er gesagt in Vers 17. Er hat gesagt, er ist ein? Prophet, genau. Das war alles, was er zu dem Zeitpunkt rausfinden konnte. Er ist ein Prophet. Und jetzt führt Jesus ihn ein Stück weiter, ja. Und er weiß es noch nicht, weil er sagt, ja, wer ist der Sohn Gottes? Ja, ich würde gerne ihn glauben, ja. Wer ist der Sohn Gottes? Und dann kommt es ganz toll, Vers 37, weil Ellen White beschreibt, er sieht jetzt zum ersten Mal Jesus, ja. Er sieht ihn zum ersten Mal, weil alles, was er bevor gesehen hat, waren seine Eltern, die so ein bisschen verängstigt waren, verschüchtert, ja. Und dann die Pharisäer, die ihn so böse angeguckt haben, angeschrien haben. Jetzt sieht er zum ersten Mal ein richtig freundliches Gesicht, ja, das ihn so einfach lieb hat. Vers 37, was sagt Jesus? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Genau, zu ihm hat Jesus auch gesagt, ich bin's, der mit dir redet. Es gibt auch eine ähnliche Situation, wo Jesus sich auch offenbart hat. Die Frau am Jakobsbrunnen, ja, die Samariterin am Jakobsbrunnen, da hat sie auch gesagt, ja, ich glaube an den Messias, wenn er kommen wird, wird er uns alles sagen. Und Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Das ist die gleiche Methode, die er anwendet. Ja, ist auch interessant. Ja, Jesus ist individuell, aber er macht auch letztendlich die gleichen Dinge. Und er sagt, hey, ich bin der Sohn Gottes. Und das ist etwas, was er den, also, was war die Reaktion nochmal der Pharisäer ein Kapitel vor, als er gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich? Was haben die Pharisäer gemacht, als Jesus gesagt hat, ich bin Gott? Die haben Steine aufgenommen, wollten ihn steinigen. Was macht dieser Mann hier? Was macht er? Vers 38.
Vers 38. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Genau. Dieselbe Aussage, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Abraham. Die einigen wollen ihn steinigen, der andere fällt vor ihm nieder und betet ihn an. Der ist jetzt Mitglied des Reiches Gottes, ich glaube. Übrigens ist das eine der vielen interessanten Stellen, auch in den Evangelien, wo Jesus angebetet wird. Ja, wir denken meistens an Thomas. Ja, wenn du darüber nachdenkst, es gibt eine ganze Reihe von Stellen, da kommen die Weisen aus dem Morgenland und beten Jesus an. Als Petrus und die Jünger im Boot sind und Jesus dann zu ihnen kommt und den Sturm stillt, heißt es, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Hier betet er Jesus an und das sagt natürlich ganz deutlich, Jesus ist Gott. Ja. Gut, diese Stellen mal ein bisschen so dann vor Augen zu haben, wenn das nächste Mal jemand kommt und behauptet, dass das nicht der Fall wäre. Genau. Und dann sagt Ellen White hier, der Mann warf sich zu den Füßen Jesu in Anbetung. Nicht nur war seine natürliche Sicht hergestellt worden, sondern auch die Augen des Verständnisses waren geöffnet worden. Es war also sowohl eine buchstäbliche als auch eine geistliche Heilung eines Blinden sozusagen. Ja. Christus war ihm seiner Seele offenbart worden und er empfang ihn als den Gesandten Gottes. So, und jetzt sagt ein weiteres, ein paar Pharisäer, die stehen da rum und hören das und sehen das und fangen jetzt an, so zu gucken. Und Jesus merkt das. Und jetzt sagt Jesus etwas, was er jetzt sagt im nächsten Vers, ist schon quasi mit Blick auf diese Pharisäer, die dort stehen. Vers 39. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Ganz genau. Jesus sagt, ich bin zum Gericht gekommen. Das lesen wir ganz kurz auch einen Abschnitt auf, der in Johannes 3 stand. Lass mal euren Finger hier. Johannes 3 und dort ab Vers 17. Jesus kommt in die Welt. Und es gibt jetzt zwei Reaktionen. Ja. Die einen werden sehend. Und was wird mit den anderen? Die anderen werden blind. Johannes 3, Vers 17, ab Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Ja, also Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Das sagt er in Johannes 8 auch. Ich bin nicht gekommen, um ein Urteil zu sprechen. Ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verdammen. Aber und damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die Intention Gottes. Ja? Gott und Jesus möchten alle retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht. Es gibt also doch ein Gericht. Ja? Es ist nicht Gottes Intention zu richten, aber es gibt ein Gericht. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Also Jesus in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, was macht er mit dem Licht? Hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das sind die Pharisäer. Ja, das sind also die, die das Licht hassen. Die hassen das Licht. Ja? Und dadurch verhärten sie sich noch. Das ist der Punkt. Ja? Die Sehenden werden blind. Und das ist das, was auch in Jesaja steht, ja, dass sie haben Augen und sehen nichts. Das ist der Punkt. Und dann Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Die hassen das Licht und die kommen zum Licht. Und das ist, was Jesus hier nochmal ganz deutlich herausstellt und damit erklärt, warum es so unterschiedliche Reaktionen gibt auf dieselbe Botschaft, auf denselben Jesus, auf denselben göttlichen Charakter. Schaut mit mir in Lukas 4. Vers 18. Lukas 4 und dort Vers 18. Dann sagt Jesus, er zitiert Jesaja: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Ja, das ist Gottes Ziel. Er möchte, dass die Blinden sehen werden. Das ist seine Motivation. Ja, das ist, was Gott möchte. Aber das ist hier die Realität, die auch existiert wegen des großen Kampfes. Ja, das ist ganz wichtig, dass man es unterscheidet und was Jesus hier deutlich macht. Schon mal ganz kurz in Jesaja 29, Vers 10, was es mit dieser geistlichen Blindheit auf sich hat. Jesaja 29 und dort Vers 10.
gleich am Ende, Jesaja 29, Vers 10. Dort steht, denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen, eure Häupter, die Seher, verhüllt. Ja? Das ist Volk Gottes, das nicht mehr auf das Wort Gottes hört, das die Propheten ablehnt. Das ist alles dunkel. Es wird finster, verblendet. Ja? Und das ist, wer ist es eigentlich, der wirklich blind macht? Wer verblendet die Menschen? Satan macht das. Ja? 2. Korinther 4, Vers 4 sagt, dass der Gott dieser Welt den Menschen die Sinne verblendet hat. Ja? Gott sendet das Evangelium, der Satan reizt zum Widerstand und dadurch bewirkt quasi passiv das Evangelium, dass die Menschen blind werden, weil sie gegen ankämpfen. Und das ist, was Jesus hier deutlich macht. Die Blinden werden sehend, die Sehenden werden blind. Und das ist das Gericht. Ja? Das ist, was sich Gott wünscht, aber das ist, was auch passiert aufgrund des großen Kampfes. Vorletzter Vers, Johannes 9, Vers 40. Johannes 9, Vers 40. Vielleicht ganz kurz noch, ja, zu dem Blind und Sehend. Ich habe in letzter Zeit auch darüber nachgedacht. Es ist ja so, wenn man das Licht gewohnt ist, dann ist, also Licht ist an sich gut für die Augen. Aber jemand, der die ganze Zeit in der Dunkelheit war und dann plötzlich scheint das helle Licht, der steht in Gefahr, blind zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so dieses Bild hier. Die sind so in ihrer Dunkelheit, dass wenn jetzt Jesus kommt, ihnen das Licht, das eigentlich sonst gut für sie wäre, wenn sie daran gewöhnt wären, ihnen schadet. Ja, interessanter Gedanke. Also der Punkt ist, das macht Jesus ganz deutlich, nicht wahr? Es ist immer unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Ja? Und wie du gesagt hast, sie sind, die Schritte der Finsternis, die sie schon gegangen sind, bereiten sie immer mehr auf weitere Schritte der Finsternis. Ja, das ist, Ellen White sagt, die Ablehnung Jesu begann zur Zeit der Geburt von Jesus, als die Magier kamen, ja, aus Persien oder Babylon, wo auch immer, aus dem Morgenland. Und als dort die Pharisäer zum ersten Mal so einen Schritt weggemacht haben, da beginnt das, was hier nachher zu sehen ist. Ja, über Jahrzehnte hat sich das aufgebaut. So auch in unserem Leben. Ja. Und dann Johannes 9, Vers 40, da heißt es, und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, was er gerade gesagt hat hier. Ja. Und jetzt stellen sie eine interessante Frage. Die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Ja, sind denn etwa auch wir blind? Ja, fällt euch ein Bibelvers dazu ein, zu dieser Haltung? So, haben wir ein Problem? Ja, der sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dir. Ja, das ist genau das. Kennt ihr noch eine Stelle in der Offenbarung, die irgendwie davon spricht, von Menschen, die sagen, mir geht's gut, ich bin reich, ich habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du was bist? Arm, blind. Ja? Man könnte auch sagen, Laodicea sagt, sind wir auch blind? Ja? Du erkennst nicht, dass du blind bist. Ja? Also wir lesen die Geschichte und denken vielleicht, wie kann man nur so dumm sein? Ja? Aber wenn wir die Offenbarung lesen, dann dreht sich die Geschichte so ein bisschen. Wie so ein Spiegel und leuchtet so ein bisschen auf uns. Ja? Kann es sein, dass wir auch manchmal Menschen vielleicht sogar ausstoßen, weil die eine Erfahrung mit Jesus gemacht haben, die wir gar nicht haben und wo wir dann sagen, das wollen wir nicht, das macht uns irgendwie, weißt du, das macht uns nur ein schlechtes Gewissen und dann, ja, mancher Streit in der Gemeinde hat damit zu tun, dass man einfach das eigene schlechte Gewissen auslagert und auf andere draufhaut, so, ja. Deswegen ist interessant, die Geschichte aus der Perspektive auch mal zu durchdenken. Vers 41. Was sagt Jesus zu ihnen? Vers 41. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Genau. Ellen White sagt Folgendes, wenn Gott es ihnen unmöglich gemacht hätte, die Wahrheit zu sehen, dann wäre ihre Unwissenheit ja keine Sünde. Aber Gott hat es möglich gemacht. Hier zeigt sich, wir werden nach unserem Licht beurteilt. Und die Pharisäer hatten das Alte Testament. Sie hatten Jesus vor sich. Sie hatten ja jetzt jahrelang von Wundern von Jesus, Zeugnis über Zeugnisse. Und wenn Gott sich offenbart und wir ihn trotzdem ablehnen, da gibt es diesen krassen Vers in Hebräer 10, Vers 26. Wenn wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und wir verstehen, dass er Gottes Sohn ist,
und wir nehmen ihn nicht an. Dann steht hier in Hebräer 10, Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Der Gedanke ist sozusagen, dass wenn wir... dass wenn wir Jesus kennen und dann aber weiter sündigen und Jesus nicht annehmen, gibt es keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden. Ja? Keine andere Möglichkeit, seine Sünden loszubekommen. Und ihr seht am Ende, es geht hier wirklich um die Sünde. Was hatten die Pharisäer gesagt? Du bist ganz in Sünden geboren. Was sagt Jesus ihnen am Ende? So bleibt eure Sünde. Der Mann, der Blindgeborene, ist frei geworden von seiner Sünde. Er glaubt, ja. Aber die Pharisäer, die denken, wir haben das Problem der Sünde nicht, die sind die einzigen in der Geschichte, an denen die Sünde kleben bleibt, weil sie zu Jesus kommen. Das ist das, was Jesus ihnen schon ein Kapitel vorher sagen wollte, in Johannes 8, Vers 24. Da seht ihr, wie eng, ich habe es ja schon x-mal betont, wie eng Johannes 8 und 9 zusammengehören. In Johannes 8, Vers 24 hatte Jesus gesagt, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Sagt mir, was ist schlimmer, in Sünden geboren zu sein oder in Sünden sterben? Ja, weil in Sünden geboren sein, da kann keiner was dafür. Ja, das ist nicht das Problem. Gott offenbart das ganze Evangelium. Gott macht uns nicht zum Vorwurf, dass unsere Mutter schon gesündigt hat und dass wir in einer sündigen Umgebung aufgewachsen sind und dass dies und jenes und das macht uns nicht zum Vorwurf. Aber er macht uns zum Vorwurf, wenn das Licht gekommen ist und wir all das abgelehnt haben und wir am Ende in den Sünden sterben. Das ist das Problem. Also macht euch nicht Gedanken darüber, dass ihr in Sünden geboren seid. Lasst uns Gedanken darüber machen, dass wir auf keinen Fall in den Sünden sterben wollen. Nicht wahr? Und der Mann war vielleicht in Sünden geboren, aber er wurde geheilt. Physisch und geistlich. Und die Pharisäer, die dachten, dass sie das Problem der Sünde gar nicht haben, die hatten es so tief, dass sie es nicht mal aufgeben wollten. Und das ist eine ernste Warnung für uns im Hinblick auf Laodicea. Und eine gute Ermutigung, dass egal, was unsere Umstände gewesen sind, egal wie tief ein Sündenproblem unser Denken bestimmt, wie weit sozusagen das in unserem Körper, in unserem Denken, in unserer Emotion verästelt ist, Jesus kann uns von allem befreien. Selbst von dem, wovon wir denken, dass es für einen Menschen unmöglich ist. Für Menschen ist es unmöglich, für Gott aber nicht. Und dafür wollen wir ihm Danke sagen. Und die Frage, die er uns stellt, wenn wir Mitglied seines Reiches sein wollen, glaubst du an den Sohn Gottes? Tja. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass Jesus sich uns offenbart. Und wir wollen an ihn glauben, von ganzem Herzen, und wollen ihn anbeten. Und Herr, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass auch wenn wir in Sünde geboren sind, du unsere Schuld und Sünde, unsere Unreinheit hinwegnehmen kannst, dass du uns deine Gerechtigkeit schenkst und dass wir nicht in unseren Sünden sterben müssen. Herr, wir wollen dir folgen. Du hast gesagt, dass du das Licht der Welt bist und dass jeder, der dir nachfolgt, nicht in der Finsternis wandelt, sondern das Licht des Lebens hat, dass wir nicht mehr blind sein müssen, sondern dass wir sehen dürfen, dass wir dein Licht haben können. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns offenbarst, wo in unserem Herzen noch blinde Flecken sind, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens das Licht des Evangeliums erleben dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.